Hey Compadres, heute ein neues Video mit einem neuen Token. Alles ein bisschen spekulativ. Ich glaube, das gab es so in der Kryptowelt auch noch nicht. Es handelt sich hier um ein Social Coin in einer neuen Nische. Sollte euch der neue Coin interessieren, dann bleibt dran und gebt euch mein Video. Es wird euch wahrscheinlich vom Hocker hauen, aber bleibt dran und haltet euch fest. Holt schon mal Popcorn und gönnt euch. Falls euch meine Videos gefallen, dann lasst ein Like da, kommentiert mein Video und haut auf die Glocke, dass sie schellt und ein Abo würde auch gut tun. Jetzt genug gelabert, Intro. Kommen wir zum neuen Coin. Bei diesem Coin handelt es sich um den Maricoin. Maricoin wurde von zwei amerikanischen Unternehmern entwickelt. Auf der einen Seite haben wir Juan Belmonte und auf der anderen Seite haben wir Francisco Alvarez. Der Coin wurde noch nicht mal gedroppt und schon entstand eine große Empörung und eine Welle der Entrüstung auf den Social Media Plattformen. Weshalb es dazu kam? Naja, das liegt an dem Namen Maricoin oder Maricoin. Der Name basiert auf einer spanischen Beleidigung Maricon. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Das bedeutet so viel wie Schwuchtel. Auf Deutsch. Ja, ihr habt richtig verstanden. Schwuchtel. Naja, ich habe mir den Namen nicht selber ausgesucht. Der Coin heißt einfach auf Deutsch Schwuchtelcoin. Weshalb die beiden Unternehmer Belmonte und Alvarez den Namen ausgesucht haben und keinen Grund für Empörung sehen, ist, dass die beiden denken, wenn schon in Spanien sich Homosexuelle so untereinander nennen dürfen, wieso sollte man den Coin nicht so nennen dürfen? Anders wäre es, wenn ein Heterosexueller jemanden als Schwuchtel abstempeln würde. Abgesehen davon ist der Sinn und Zweck dahinter, die LGBTIQ-Szene zu unterstützen. Bereits zweifeln auch schon viele an dem Erfolg dieses Projektes, weil sich der Coin nur an eine kleine Gruppe richtet, die LGBTIQ-Gruppe. Diese sei nicht wirklich groß und sie seien zu weit über die ganze Welt verteilt. Der Finanzprofessor an der New Yorker Stern School of Business äußerte sich wie folgt dazu. Man braucht eine große Anzahl von Nutzern, um die Währung schnell zu etablieren. Naja, seiner Meinung nach ist das hier nicht gegeben und aus diesem Grund zweifelt er die ganze Geschichte an. So sind viele für den Namen und viele dagegen. Jetzt wird hier Politik gemacht, eine Opposition wird es immer geben, wie in der Politik. Jetzt hören wir auf mit dem Palabo und machen wir weiter. Was für ein Coin ist das und wofür ist der Maricoin oder Maricoin gut? Dazu kommen wir jetzt. Der Maricoin ist eine digitale, dezentrale Währung und läuft auf der Algorand Blockchain. Maricoin steht für die Gleichbehandlung und gegen alle Arten von Diskriminierung. Durch den Coin wollen die beiden Unternehmer nichts anderes als die Welt zu einem besseren Ort machen. Der Coin befindet sich zurzeit in der Pre-Sale-Phase. Das Projekt ging erst am September 2021 an den Start, wurde aber erst Dezember 2021 wirklich an die Öffentlichkeit gebracht. Bereits jetzt haben sich schon mehr als 10.000 Menschen gefunden und sich auf der Seite angemeldet, um die Coins günstig zu erhalten. Der Maricoin soll laut Berichten und auch der Roadmap erst am 22. Februar an den Börsen an den Start gehen und auf große Kryptowährungsplattformen handelbar sein. Welche das sind, konnte ich leider bisher noch nicht herausfinden. Laut der Homepage fand schon Kontakt zu Binance statt, aber eine Bestätigung dafür, dass der dort auch gelistet wird, ist jetzt nicht erkenntlich. Leider habe ich auch nicht wirklich herausfinden können, wie viele Coins es wirklich gibt und wie viele im Umlauf sind. Falls ihr das wisst, dann schreibt es mir unten gerne in die Kommentare rein. Der Preis beläuft sich auf jeden Fall laut der Homepage und in der Presale-Phase auf 0,025 $, sprich 0,022 Cent. Ob das jetzt wirklich günstig ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil wir ja nicht wissen, wie sich dieser Coin etablieren wird und was passiert, wenn der Coin an den Börsen den Start geht. Der Maricoin soll laut Belmonte zum Beispiel dabei unterstützen, kleine LGBTIQ-freundliche Cafés zu eröffnen und LGBTIQ-Projekte zu unterstützen, indem man für diese Projekte Mikrokredite vergibt. Als weiteres Nutzen soll der Maricoin durch die Einnahmen Queeren und Flüchtlingen helfen, aus Ländern zu fliehen, wo Homosexuelle ungern gesehen werden. Leider ist das ja heutzutage immer noch so, dass Homosexuelle in vielen Ländern ungern gesehen werden. Nennen wir es mal ungern gesehen werden. Also ich meine, soll doch jeder wie er will. Man kann auch mit dem Handy in Zukunft mit der Maricoin Wallet innerhalb eines Freundeskreises Zahlungen tätigen. Belmonte und Alvarez streben an, dass der Maricoin in Zukunft zu einer legalen Zahlungsmethode auf der ganzen Welt wird. Man hat bereits in einem queeren Ort namens Chueca mitten in Madrid im Dezember 2021 ein Pilotprojekt gestartet und es als Zahlungsmittel mit LGBTIQ-freundlichen Unternehmen ausprobiert. Wenn ein Unternehmen mit dem Maricoin agieren will und es als Zahlungsmittel akzeptieren will, muss man als Unternehmer das Equality Manifesto unterschreiben, was so viel ist, wie dass das jeweilige Unternehmen hinter Minderheiten steht und deren Rechte verteidigen. Laut Belmonte soll das so funktionieren. Die Firmen und Händler, die unseren Maricoin akzeptieren,
werden auf eine Karte eingetragen, die als LGBTIQ-Führer für jeden Besucher einer beliebigen Stadt dienen wird. Als Partner konnten sich die beiden Unternehmer bereits den Chef des US-Finanzinvestor Borderless Capital einholen. Unter anderem gehört dieser Punkt, den ich jetzt erwähne, zu der Equality Manifesto. So äußerte sich der Chef von Borderless Capital wie folgt: Wenn Sie gegen einer der Punkte unseres Antidiskriminierungsmanifests verstoßen, beispielsweise wenn Sie eine schwangere Frau wegen ihrer Schwangerschaft entlassen, werden Sie vom Marycoin-Netzwerk ausgeschlossen. Dann ist man schneller wieder draußen, als man drin war. Uff, das hört sich jetzt zweideutig an, aber lassen wir das mal. Vergiss es und machen wir weiter. Marycoin soll ein soziales, ethisches, transparentes Zahlungsmittel sein, mit dem man an den wichtigsten Krypto-Plattformen agieren kann. Mit dem Marycoin soll es dann auch in Zukunft möglich sein, in Geschäften Rabatte beim Einkaufen zu erhalten. Die Überweisung soll in diesem Fall trans heißen, da waren die beiden Unternehmer aber sehr einfallsreich. Als großes Ziel haben sich Alvarez und Belmonte gesetzt, bis zum Gay Pride Day 2022 $1 Milliarde zu erhalten. Nicht um die eigenen Taschen zu füllen, sondern damit wollen die beide die Gay Pride Day Partys in 20 Hauptstädten auf der ganzen Welt finanzieren. Das hört sich aber nach einem harten Meilenstein an, die sich die beiden Kollegen gesetzt haben. Aber nichts ist unmöglich und schon gar nicht mit Krypto. Als weiteres Ziel sehe ich hier auf der Roadmap, dass sich Marycoin ein eigenes Metaverse aufbauen will, wo es mehrere Inseln geben soll, auf denen man unterschiedliche Aktivitäten ausführen kann. Was das jetzt für Aktivitäten sein sollen, weiß ich nicht. Soll sich jeder dabei denken, was er will. Naja, wäre ja schön, wenn man auf einer Insel ist und an einem Strand ist und gewisse Techtelmechtel-Aktivitäten durchführt, was auch immer, keine Ahnung, was das für Aktivitäten sein sollen. Jeder wie er will. Sollte euch das Projekt interessieren, dann könnt ihr euch die Roadmap nochmal detailliert auf der Seite anschauen. Da sind viele Punkte, die interessant sind, aber wenn ich die jetzt einzeln erwähnen würde, dann würde das den Zeitrahmen sprengen. Falls ihr Interesse an einer Investition in diesem Projekt habt, dann könnt ihr euch auch auf der Homepage anmelden. Das ist jetzt keine Anlageberatung. Naja, ob sich das Projekt etablieren wird, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ist das sehr spekulativ. Das war mein Video für heute. Setzen wir dem alle jetzt ein Ende und machen Feierabend. Falls euch mein Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, kommentiert mein Video und haut auf die Glocke, dass sie schellt, und ein Abo würde auch gut tun. Was denkt ihr, kann sich dieses Projekt etablieren? Macht es Sinn, in so ein Projekt zu investieren? Oder denkt ihr, es ist reiner Mist und es wird sich nicht auf dem Markt etablieren können? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Yalla, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Ciao.